Ich. Keine Gesundheit verlieren. Oh. Ich mache das auf die sichere Methode. So. Wo kamen diese Mörder nur her? Und wer diese Mörder sind, das kriegen wir dann gleich mit. Das ist wie, hier will ich sagen, das, wo wir in Assassin's Creed 2 gemacht haben, diese Verstecke, wo wir die Altair-Rüstung bekommen haben. Genauso sind die ungefähr aufgebaut. Sowas müssen, diese Teile müssen wir teilweise 2-3 Mal machen, wenn wir die volle Synchronisierung mit denen haben wollen. Und ich kann schon mal so sagen, diese Synchronisierung zu bekommen ist nicht immer einfach. Man muss das teilweise auswendig kennen oder 5-6 Mal machen. Die Erinnerung innerhalb von 8 Minuten beenden, das kann ich schon mal so sagen, werde ich nicht hinkriegen. Gleich mal hier hoch. Dann können wir uns den zweiten hier holen. Zuerst den, das machen sollen, wo wir gerade waren, und dann das als zweites. Da hat man uns Zeit gespart. Weil hier kommen wir rüber. Das meinte ich, dass man einfach sich Zeit sparen kann, wenn man die kennt.
schade, dass das Optional hier nicht angezeigt wird, wie viel Zeit uns für die Mission sozusagen für die volle Synchronisierung dann bleibt angezeigt. Das ist das. Uns bleibt noch 6 Minuten. Wir haben 2 Minuten für das gebraucht. Wenn ihr die Flaggen haben wollt, allen drum und dran, dann werdet ihr das nicht in der Zeit unbedingt schaffen. Weil hier unten gibt es auch Kisten und so weiter. Diese Sprünge hier zu schaffen. Weil manchmal, wo ich es privat gespielt habe, habe ich da hoffnungslos immer versagt. Hier hoch. Dann hier rüber. Nein. Jo. Dankeschön. Wie gesagt, den Teil hier, diese Rätsel, zumindest die kenne ich recht gut. Das hier zumindest. Aber ich denke nicht, dass wir das noch in der Zeit schaffen. Hier rüber. Ich weiß, dass da oben eine Flagge ist, aber noch 3 Minuten, oha. Ah, da geht's nach hinten. Okay.
Wie gesagt, ich rechne eh nicht damit, dass ich... Nun komme ich wieder hier hoch. Jep, aber... Das Schwierige ist, wenn man... nochmal hoch muss, sozusagen, dann hat man schon mal ein Problem. Noch 2 Minuten, vielleicht klappt's. Sekunde, wir müssen irgendwie hier... Komme ich hier hoch? Genau diese Stelle war immer die Problematik an der ganzen Sache. Weil ich weiß, wir müssen hier irgendwie hoch. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie ich mehr da hochkomme. Das ist halt dann diese wertvolle Zeit, die man verschwendet beim Nachdenken. Ja. Irgendwo hochklettern. Komm mal hier hoch. Nope. Aber das ist eigentlich in der Zeit eigentlich zu schaffen. Ja, das ist das Zeichen, dass wir nur noch 10 Sekunden eigentlich haben. Könnte helfen, wenn ich stürze. Schade. Aber wie gesagt, das muss man ein paar Mal machen, damit man das auch auf volle Synchronisierung hinkriegt. Perfekt. Ein Rückweg, wenn ich falle. Dann einmal hier rüber noch. Man müsste eigentlich nur hier hinrennen, damit man diese Synchronisierung erreicht und das schnell plündern und dann hat man eigentlich die Synchronisierung erfolgreich. Und jetzt können wir noch die ganzen Kisten kurz plündern. Weil es gibt auch noch ein gutes Geld. Ich habe nie die Romulus, diese Rüstung bekommen.
die Erinnerung in 8 Minuten beenden. Hm, haben wir nicht ganz hingekriegt. Die Anhänger von Romulus. Diese Bande falscher Heiden terrorisiert die Stadt schon seit Monaten und treibt die Menschen in die Arme der Kirche. Wie praktisch. Genau. Ich vermute, die Borgia unterstützen sie. Doch Beweise dafür sind rar. Deshalb ist dieser Brief auch so wichtig. Hier ist er. Ich hoffe, ihr könnt ihn entziffern. Katzo! Schon wieder verschlüsselt. Dieser sollte doch eigentlich lesbar sein. Sie übermitteln sie mit einem Chiffrierblatt. Ohne das haben wir nichts. Manchmal ist Logik nicht der einzige Weg, eine Schlacht zu gewinnen. Andiamo, ihr sagtet, wir hätten Verbündete. Bringt mich zu ihnen. Folgt mir. Wir haben schon 250 Florin auf unserem Konto, das wir abheben können. Ja, das Aquädukt. Wir sind in letzter Zeit oft durch die Tunnel gewandert, um den Wachen auszuweichen. Aber viele der Eingänge in die Stadt sind zerstört. Durch diese Tunnel kommen wir schnell ans Ziel, ohne auf Widerstand zu treffen. Hm. Mal schon den richtigen ausgewählt. Jetzt müssen wir erst einmal ganz stur der Hauptstory folgen. Ben trovato, Niccolo. Ah, Ser Ezio, welch Ehre. Fabio Orsini zu euren Diensten. Ich habe viel von euch gehört, von meinem Cousin, Bartolomeo Dalviano. Ein feiner Krieger. Fabio lieh uns ein leeres Lager auf der Isola Tiberina. Ich weiß, dass ihr aus der Toskana bessere Unterkünfte kennt. Es ist perfekt. Bene. Dann beginne ich mit den Vorbereitungen für die Romagna. Noch kommandiert Cesare, meine Männer, aber bald sind wir hoffentlich frei. Nun schlage ich vor, dass wir den Angriff auf die Borgia planen. Oh, glaubt ihr, wir sind für einen solchen Angriff bereit? Ja. Wisst ihr zum Beispiel, wohin die Borgia Caterina Sforza brachten? Was? Dann wisst ihr auch nicht, dass die Borgia den Edenapfel haben? Wie konnten wir den Apfel verlieren? Also wisst ihr nicht, was unsere Feinde tun? Gibt es wenigstens einen Widerstand, der uns hilft? Kaum. Wir führen einen aussichtslosen Kampf gegen Cesares französische Verbündete. Wir haben ein paar Mädchen in einem Bordell, das von Kardinälen und anderen wichtigen Römern besucht wird. Aber die Besitzerin ist faul und feiert lieber Feste, als unsere Sache zu unterstützen. Was ist mit den Dieben der Stadt? Haben die eine Gilde? Sie. Aber sie wollen nicht mit uns reden. Ich weiß nicht warum. Was habt ihr jetzt vor? Neue Freunde finden. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal hier.
Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns bei den nächsten Folgen. Also bis dahin. Ciao, ciao.